So, Leute, wir spielen Civ 6. Schön, dass ihr dabei seid auf Twitch oder auch auf YouTube im Nachhinein. Auf geht's, Leute. Und machen wir weiter. Neue Forschung. Techbaum. Bankwesen. Haben wir gerade erforscht. Und wir wollten zur Raffinerie. Das heißt, der nächste Weg wäre Sanitätsversorgung oder Drall. Gehen wir da mal hin. Da können wir auch Sanitäter uns holen. Bauen oder kaufen. Und die heilen angrenzende Einheiten. Bin ich ein großer Freund von. Dann wieder hierhin. Wild West. Fabrik steht. Jetzt können wir ein Kohlekraftwerk bauen. Genau. Wir wollten, glaube ich, 6 bauen. Wir haben riesig. Dann können wir endlich Energie erzeugen. Das ist die Energielinse. Hier gibt es ein kleines Problem. Die Fabrik, die wir gebaut haben, gibt halt extra Produktionserträge und würde noch mehr Produktionserträge geben, wenn sie eine Stromversorgung hätte. Und dieser Teil fällt halt weg mit der extra Produktion, weil kein Strom, und den holen wir uns jetzt über ein Kohlekraftwerk, das außerdem für andere energieverbrauchende Gebäude in den Nachbarstädten in einem bestimmten Umkreis auch noch Energie liefert. Das andere Kohlekraftwerk hatten wir gebaut in... Nee, das muss hier noch gebaut werden. Da müssen wir noch bauen. So, Bibliothek. Ich gehe auf Nummer sicher und weiß nicht, was passiert. Hier ist Wasser, wer da lang zieht, ich setze mal eine Stadtmauer. Ich will keine unangenehme Überraschung haben. Ist schnell gebaut. Wie dicht die KI an einem Sieg dran ist, wird im Chat gefragt. Diplomatie-Sieg, 6 Punkte bei Johann. Religionssieg, es liegt keiner vorne. Kultursieg, also wir sind die mit Abstand Führenden. Dass irgendjemand anders uns kulturell irgendwie in die Enge treiben kann, könnte völlig unwahrscheinlich. Wissenschaftssieg, sind wir auch noch ein gutes Stück weg. Herrschaftssieg eh nicht. Und beim Forschungssieg können wir auch mal gucken, wo die anderen Technologen stehen. Und wir liegen mit anderen gleich auf in der Moderne. Also keiner ist entscheidend vor uns weg. Jetzt wollen wir die Stadt hier angreifen. Ziehen vor. Können plündern. Hörbar Kevin, hi, danke dir fürs erste Abo. Liebe Grüße, herzlich willkommen. Gilt auch für Yegiho. Danke dir fürs dritte. Habe ich gerade erst gesehen. Entschuldige bitte, Yegiho. Hi. So, hier können wir plündern, aber ich will erstmal die ja alle fix und fertig machen. Das sollte fast schon reichen. Der Stärker, der macht das im Alleingang. Wenn wir den Missionar daneben stellen und den einzelnen Konquistadoren hier hinstellen und ihn den Angriff durchführen lassen, dann bekommt er, schaut mal in den Tooltip, plus 10 Kampfstärke, weil er mit einer anderen religiösen Einheit, nämlich dem Missionar, auf einem Geländefeld oder in einem Feld Abstand steht. Danke auch an Milos. Herzlich willkommen hier. Auch Milos ist neu. Bitte extra Blümchen an Milos und Hörbar Kevin. Da kommen sie rein. Da machen wir jetzt den Angriff hier. Überlebt ganz knapp. Aha, dann ziehen wir den Renner hier hin. Einheit futsch. Erstmal hier hin. Jetzt schalten wir die Kollegen hier vorne aus. Sie mit ihm.
Der hat 3 Bewegungspunkte, der Conquistador, weil er im eigenen Terrain gestartet ist und weil wir die Logistikkarte dran haben. Deshalb hat er einen extra Fortbewegungspunkt, wenn er im eigenen Territorium startet. Nächste Runde haben wir die Stadtschule. Es sind ganz viele Leute krank im Augenblick aus der Community, wenn ich das richtig sehe. Ich komme gar nicht mit. Ich kriege gar nicht genau mit, wem ich alles gute Besserung wünschen könnte. Ziehen wir hier noch vor. Das reicht ja eigentlich schon. Wir blocken die Felder hier, damit niemand anders dazwischen kommt. Und ich würde schon gerne plündern. Naja, noch. Da ist schon geplündert. Da noch nicht. Schutz vor Barbaren, bitte. So, dann landen wir hier an. Hier gibt es auch schon Alpintraining. Ebenfalls. Und da wir in Kürze Armeen bilden können, sollten wir auch schon anfangen, so ein bisschen umzupuzzeln. Hier ist Alpintraining. Hier ist jetzt auch. Wir sollten die vereinzelte Musketenpikoniere, die da irgendwo unterwegs sind, die sollten wir jetzt zu Kurs rüberschicken. Haben wir noch die Karte drin, mit der man diese Einheiten schneller bauen kann? Haben wir. Wollen wir in den... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir noch ein paar einzelne Musketenpikniere kaufen. Oder bauen, bauen, damit wir die hier mit ein paar Kurs zusammen bilden können. Hier ist eine Bombarde, da ist eine Bombarde. Militärpionier, Kohlekraftwerk. So, Annehmlichkeiten, sieht alles cool aus. Hier der Militärpionier, da nochmal ein Wasserpark. Wie teuer ist es, noch weitere Militärpioniere zu kaufen? Militärpioniere, Musketenpikniere zu kaufen, 1000, das heißt eher bauen. Wenn wir den bauen würden, dauert das wie lange? 4 Runden. Also jetzt so ist extrem mächtig. Danke an Ferratius fürs Abo verschenken. An Floppy mit Danke an Hades fürs 8. Abo. Hey, welchen Anführer ich für eine Multiplayer-Partie empfehlen würde, das kann ich so nicht sagen. Die sind alle vernünftig ausbalanciert. Frag mal die anderen im Chat. Eisdrache ist auch im Chat. Das ist ein begnadeter und sehr erfahrener Multiplayer-Spieler. Vielleicht fällt dem ein guter Tipp ein. Hängt auch davon ab, wie viel Erfahrung du hast. Also ich würde, wenn du nicht so, wenn er zum Beispiel mit Rundentimer spielt und du hättest mäßig viel Erfahrung, oder kaum, dann würde ich dir ja irgendjemand empfehlen, wo es schnell mitgeht, wo man sich nicht ständig reindenken muss, wie puzzle ich was. Niemand mit so Sonderdistrikten, wo man lange überlegen muss. Irgendwas mit so, irgendwie auf irgendwas Simples. Irgendwas Simples. Danke auch an FMM Kinon. Hi Kinon. Danke dir fürs 3. Moin zurück. Und danke an Zwergelstein. Er hat ein Geschenke-Abo verlängert. Fürs von Silver S. Das war lieb. Musketenpicken, ja, also der Zoo ist schon genial hier. Wie viel Zeit haben wir noch für den Krieg gegen Saladin noch reichlich? Die können wir auch danach produzieren. Einmal plündern bitte, gibt reichlich Gold. Einmal plündern hier, bringt reichlich Gold. Wir haben die Plünderkarte nicht drin, aber was soll's. Wir greifen noch nicht an, das machen wir alles nächste Runde. Hier können wir plündern, wenn wir genug Bewegungspunkte hätten.
eine Bombarde, die vereinigt sich gleich mit der Bombarde, die hier entsteht, zu einer Armee. So, das ist der Missionar. Der zieht einfach nur mit dem Konquistadoren immer mit. Ach, der könnte schon mal hier rüber und sich mit ihm ja und ihn hier gleich unterstützen. Einmal in die Mitte. Hätte ich früher schon machen sollen. Boostet alle. Wir können den Siedler auch oben lassen. Der soll ja eigentlich da oben hin. Aber den brauchen wir wiederum hier unten. Und dann gibt es diverse Sachen. Hier nähern sich Barbaren. Wohnraum benötigt in Bulbao. Ein Bürger hier. Nahrungsüberschuss beträgt +2. Weil damit die Stadt irgendwas wird, könnten wir der auch einen Kornspeicher kaufen. Jetzt geht es ein bisschen fixer hier. Loyalität nehmen wir noch in Kauf. Strom haben wir gerade darüber diskutiert. Kohlekraftwerk ist unterwegs. Stadt hat Unabhängigkeit. Wir greifen zu. Irgendein Versprechen gebrochen gegenüber den Niederländern. Die grollen uns ohne Ende. Der Willi hasst uns mittlerweile. Ach, es geht. Das ist doch überschaubar. Das ist, glaube ich, eine ganze alte Meldung. Eins weiter. So viele Zuschauer. Hi. Sagenhaft. Freut mich total, dass ihr dabei seid. Schönen Freitagabend. Hier machen wir ein Päuschen. Da warten wir, bis der Siedler rüberkommt. Er soll den Siedler bewachen. Hier gab es eine Naturkatastrophe. Bitte einmal die Plantage reparieren. Ja, sie soll eine Botschaft bei uns einrichten. Haben wir Vorteile von, wir haben so Gebäude auf dem im Diplomatieviertel, die uns dann Vorteile dann geben. Reißdrache, Wasserpark steht. Das hilft enorm bei den Annehmlichkeiten. Alle sind schwer begeistert. So, was können wir jetzt hier noch machen? Im Augenblick gar nichts. Hatten wir hier Fischerboote? Noch keine. Doch, da sind welche. Mehr können wir hier gerade gar nicht machen. Liang ist vor Ort und hat noch keine Beförderung auf Ackerkultur, sonst hätten wir die hier bauen können. Einmal hier rüber. Und einmal bitte ein Chor bilden, das spart Kosten. Laufenden Unterhalt. Einfach hier hin und Pause. Wasserpark steht. Jetzt können wir. Ja, wir wollten über einen Aufklärungsballon haben, um oben Sicht zu bekommen. Wir können den Solo losschicken. Ein Aufklärungsballon hat 2 Fortbewegungspunkte. Wenn er im eigenen Territorium startet, 3. Ist ganz leicht zerstörbar. Den könnten wir aber, solange wir noch nicht den Krieg haben, mit den Arabern hier so quer durchschicken, da oben mal hin und gucken gehen. Das könnten wir sogar hier hin, um hier zu gucken. Finde ich beides eigentlich okay. Was wäre, wenn der große General dabei wäre? Der unterstützt, glaube ich, nur Landeinheiten, ne? Gilt ein Aufklärungsballon als Landeinheit? Was meint ihr? Also, ne? Der große General stützt Landeinheiten vom Mittelalter und der Renaissance, dann müssen wir gar nicht drüber nachdenken, weil der Aufklärungsballon ist, glaube ich, eine Industrieeinheit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann ist das Thema. Sogar einer von der Moderne, dann ist es eh egal. Hallo Riddick, danke fürs Fünfte. Hi.
Dann müsst ihr den großen General nicht mitziehen. Dann kaufen wir in Bulbao, weil Produktion würde ewig und 3 Tage dauern, einen Aufklärungsballon. Die Demokratie bekommen wir in 6 Runden. 15% Rabatt auf Käufe mit Gold. Trotzdem, der ist zu wichtig. Den holen wir uns jetzt. Und wir müssen daran denken, ah, den wollten wir eigentlich haben hier für den Angriff gleich auf die Araber, aber erstmal Obensicht, das ist wichtiger. Und jetzt können wir noch mehr Produktion. Gleich erobern wir die erste Stadt, eine Rebellenstadt. Wasserpark steht, nächster Schritt. Uni, natürlich, mehr Wissenschaft oder noch mehr an Annehmlichkeiten. Aquarium boostet alle Felder drumherum. Dann können wir nur hier bauen, nicht kaufen, sondern sogar nur bauen. Sowas wie das Kriegsministerium, das Nationalmuseum oder die Royal Society. Es könnte hilfreich sein, die Royal Society zu haben, wenn man später mal einen Bezirk wie einen Kanal in der Nähe der Dromone beschleunigen will. Allerdings haben wir Rainer auch fast fertig befördert dahin, dass sie auch Bezirke kaufen kann mit Gold. Und beide Lösungen brauchen wir nicht, um vor Ort in einer entlegenen produktionsarmen Stadt kurzfristig einen Bezirk zu bekommen. Rainer würde uns genügen. Das Heilen von Einheiten ist cool mit dem Kriegsministerium, aber wir sind im Augenblick so überlegen gegenüber den Arabern. Schaut mal hier, Militärstärke 205 nur bei denen. Wir machen mal das Riesenrad und gucken dann weiter. Uni wäre auch cool natürlich. So. Jetzt können wir hier noch ein bisschen attackieren und hier attackieren. Und wir greifen hier vorne an. Hier auf die Stadt drauf. Niemand anders kann uns angreifen, vorher plündern. Einmal hier plündern bitte. 142 Glauben bekommen. Einmal hier plündern. Ist nicht mehr nötig. Hier ist möglich zu plündern. 142 Glauben. Können wir allerdings auch machen mit dem einzelnen Renner hier vorne, der sagenhaft viele Bewegungspunkte hat. Wenn wir mit dem Renner eingreifen, geht von der Stadt ein bisschen was kaputt. Hier auch nicht viel mehr. Dann plündern wir einmal hier vorne. Der große General ist in der Mitte. Jetzt haben wir, glaube ich, alles geplündert, was plünderbar ist im Territorium. Jetzt greifen wir einmal an. Die stärkste Einheit für den Angriff ist diese hier. Die Stadt gilt übrigens nicht als belagert, seht ihr gleich an den Symbolen, sonst wäre hier ein rotes Herz, das durchgestrichen ist, weil wir dafür auf dem Wasser auch eine Einheit haben müssten. Wenn wir jetzt mit der Einheit hier wassern, dann wird die Stadt als belagert gelten und dann würde in der nächsten Runde der Lebensbalken nicht mehr ausheilen, sondern da stehen bleiben, wo er ist, aber wir kommen auch so hier rein. Es geht auch auf den direkten Weg. So. Vilnius haben wir schon mal erobert und das wurde spieltechnisch nicht sauber umgesetzt. Ich würde sagen, wir hatten ja ganz viele Gesandte, aber die Stadt fiel dann trotzdem nach einiger Zeit. Zuerst wurde der Suzerainstaat spieltechnisch nicht sauber umgesetzt und wir hatten erstmal gar keine Boni davon. Ich würde sagen, jetzt behalten wir sie. Auch deshalb, weil wir ja einen Druck ausüben müssen, einen Loyalitätsdruck durch Bevölkerung auf die Nachbarstädte. Wir wollen ja hier rauf durch das Reich von Saladin Richtung Dromone. Deshalb behalten wir Vilnius jetzt. Haben wir angeblich eine Rebellion. Ich würde aber erst noch abwarten eine Runde. Wir können schon mal einen Gouverneur hinschicken. Wir reparieren das Monument. Und wir schicken Wo ist denn Viktor? In Eisbergsalat. Viktor, der Militärgouverneur, gibt in Eisbergsalat
plus 4 Wohnraum plus 2 Annehmlichkeiten. Den Wohnraum... Ich habe die falsche Stadt aktiviert. Den Wohnraum brauchen wir. Eisberg würde sonst nicht wachsen. In Bullcoin haben wir Rainer. Rainer gibt auch Wohnraum, ansonsten würde die Stadt nicht wachsen. Moksha in Bullenhorn gibt auch Wohnraum, sonst würde die Stadt nicht wachsen, aber die ist schon so groß, die muss auch gar nicht mehr unbedingt wachsen. Das sieht schon sehr sauber aus. Wir können die Bürger kaum noch arbeiten lassen. Das heißt, wir können ihn ruhig hier abholen. Den hatten wir auch aus religiösen Gründen vor Ort, nicht um unsere eigene, sondern um eine Religion, die wir bekommen hatten, zu boosten, aber das ist, finde ich, mittlerweile nicht mehr unbedingt nötig. Ich würde Moksha wegpacken. Dann wächst die Stadt nicht mehr mit dem Wohnraum, verliert Annehmlichkeiten, da vorne gewinnen wir die Annehmlichkeiten. Finde ich jetzt alles nicht so schlimm. Da ist die Bombarde. Einmal hier hin. Die Bombarde hat kein Alpintraining. Das Bombardenkorps hat Alpintraining. Und wir holen uns in... ...12 Runden die Möglichkeit, Armeen zu bilden. Bis dahin... Die beiden fassen wir dann zu einer Armee zusammen. Hier entsteht eine. Hier ist eine Zweier. Die hatte Alpintraining. Die kann schon mal eine Bombarde bilden. Mit ihr hier zusammen. Jetzt brauchen wir für Armee noch 2 weitere. Eine entsteht hier, eine Bombarde. Und eine dritte müssen wir irgendwo noch in den Bau reinstellen. Die wollten wir, glaube ich, in Moria nach dem Militärpionier bauen. Da ist sie. Und dann haben wir 2 Armeen von Bombarden. Damit können wir sehr gut arbeiten. Viktor an die Front, ja, wäre eine Möglichkeit, wenn wir ihn zwingend brauchen. Ich finde, wir brauchen ihn nicht zwingend. Natürlich hätten wir Viktor jetzt auch abziehen können von der Stadt hier vorne. Aber da war das Wachstum wichtiger. Und wenn wir eine Einheit, einen Gouverneur wegziehen, haben wir 5 Runden lang diese Wohnraumprobleme. Und ich glaube nicht, dass Viktor für uns entscheidend ist an der Front. Das glaube ich irgendwie nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. In Moria einen Kavalleriekorps bilden, fragt Schnorxer. Das ist, glaube ich, das ist ein Reiter. Da können wir keins bilden. Dafür müssten wir ihn verbessern. Da bin ich zu geizig für. Wir müssen ihn dann verbessern, um 1 Gold pro Runde zu sparen, weil das Korps genauso viel Unterhalt braucht wie alle beide einzeln. Aber wir sparen dann 1 Gold mit der Karte, die wir drin haben, aber geben 250 aus. Das heißt, wir bräuchten 250 Runden, bis sich das amortisiert hat. Nein, danke. Da bin ich zu geizig für. Das mache ich nicht. Die ziehen hier schon mal rüber. Heilen. Militärisch sieht das gut aus. Das sind die Niederländer, die uns hassen. Wir wollen mit denen gar keinen Krieg haben. Die Holländer rund um Wilhelmina sind hier unten. Und eigentlich wollen wir uns Saladin schnappen. Mit ihm sind wir gut Freund. Und er ist hier links. Also wir könnten natürlich auf dem Weg dort hier oben auch schon mal die Holländer jetzt aufmischen. Wo die Gunst der Stunde da ist. Aber was bringt uns das, ne? Ja, wir können jederzeit auch Militäreinheiten mit Glauben kaufen. Richtiger als im Chat, dafür sammeln wir Unmengen. Das ist völlig richtig, ja. Der wird erstmal hier. Die reparieren sich alle einmal aus erstmal. Genau. Und dann können wir mit denen, die fit sind, raufziehen und die Barbaren hier aufmischen. Mit dem Aufklärungsballon ziehen wir gleich rauf.
Dich verschanzen wir für einen ganz kleinen Verteidigungsbonus, falls die Barbaren uns angreifen. Die bleiben erstmal hier und bewachen die Situation. Der Missionar bleibt bitte immer in der Nähe der Konquistadoren, damit die schön kampfstark sind. Dann haben wir einen Handwerker erobert, der kann schon mal raus zum Reparieren. Baumwolle reparieren. Hey, Günther, die Uhr, vielen Dank. Fürs allererste Album. Herzlich willkommen hier. Habt ihr Günther schon begrüßt? Ich glaube noch gar nicht richtig. Ich glaube, ich habe Günther noch gar nicht begrüßt in unserer Community. Neu mit Abo. Liebe Grüße an Günther, die Uhr. Und Riddick, nochmal danke fürs fünfte Abo hier. So, mit ihnen wollten wir, hier können wir auch schon mal reparieren. Der Siedler parkt hier. Wundervollendet Ruhrgebiet und die verbotene Stadt durch das Blumenkranzhäuser, also die Engländer bzw. durch die Kanadier. Gouverneur hierhin angekommen, Wohnraumprobleme in Freiluft. Die bleiben auch mal eine Weile, da kann man nicht viel mehr machen. Nahrungsüberschuss bei plus 7. Da bleibt erstmal alles, wie es ist, bitte. Diamanten könnten wir uns hier holen. Die würden dann die importieren wir im Augenblick von Wilhelmina. Und da hätten wir dann Eigenproduktion. Oder haben wir woanders schon eine Diamanten-Eigenproduktion? Ja, von einem Stadtstaat bekommen wir bereits Diamanten. Deshalb haben wir, weil wir importieren von Wilhelmina, einen kleinen Überschuss. Wir machen uns mal unabhängig. Ziehen hier hin und holen uns die Diamanten. Da haben wir eigene. Eine Runde weiter. Da ziehen die Barbaren hin und her. Eine Eisbergsalate können wir einen Hafen bauen. Im Chat werde ich darauf angesprochen. Von, wer war's? Von Cyril. Ja, kann man machen. Im Augenblick machen, haben halt andere Sachen Priorität, können wir aber machen, aber es ist jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht sofort tun. Das sind so, wir spielen ja, wir sind jetzt auch da fokussiert auf den Krieg gleich und die, beziehungsweise auf die Erkundung im Norden der Karte. Aber wir können das gerne mal im Hinterkopf behalten, vielleicht gleich umsetzen. Dann ist der Militärpionier fertig. Damit haben wir jetzt zwei Militärpioniere. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Und damit können wir jetzt durch die Gegend ziehen und können hier erstmal eine Eisenbahnverbindung bauen, rüber nach Eisbergsalat. Kostet uns ein Eisen, ein Kohle, haben wir beides. Hier ist unten, ist glaube ich in dieser Runde auch einer entstanden. Der macht das gleiche hier. Das geht nicht auf die Anzahl der Aktionen, die die machen können. Die haben zwei Aktionen. Mit den Aktionen machen die zum Beispiel Landepisten zu bauen oder spezielle andere Modernisierungen, die nur die errichten können, Gebirgstunnel und so weiter. In der Stadt Eisenbahn bauen kann man machen, Dschungelschleichtigs, damit der Weg dadurch schneller ist. Aber für die Verbindungslinie zwischen zwei Städten, und das bringt Zeitalterpunkte, braucht man nach meiner Erinnerung nicht innerhalb der Städte einen Eisenbahntunnel, sondern nur dazwischen. Und ich will jetzt erstmal die Zeitalterpunkte hier abgreifen, das ist mir wichtiger. Und ich weiß auch nicht, das ist hier ein Rand, ob das so wichtig ist, wo die jetzt starten. Die ziehen ja auf ein Geländefeld rauf und beim Draufziehen überprüfen die,
ob da eine Eisenbahn drauf ist oder nicht, und das reicht. Also wird ja nur Sinn machen, wenn dahinter noch eine Landstadt wäre. Militärpionier gebaut. Kornspeicher bringt Wohnraum, ist in einer Runde fertig. Schiffswerft bringt ordentlich Produktion. Mausoleum von Halikarnassos. Große Ingenieure, extra Ladung. Und hier auf allen Küstengeländefeldern, aber das sind Seegeländefelder. Den Fall hatten wir schon mal. Könnt ihr euch erinnern, wie das war? Ob es auf Seegeländefeldern auch die Boni gab vom Mausoleum von Halikarnassos? Wir hatten den Fall schon mal. Wir hatten das überprüft, aber ich weiß nicht mehr, mit welchem Ergebnis. Wisst ihr noch, ob Halikarnassos, das Weltwunder, auch auf Seenfeldern diese Boni gibt, ja oder nein?